Servus Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Wenn du mal kurz rüber schwenkst, der Weihnachtsbaum ist weg und die DRZ steht auch da, wieder mal. Und ein Update zur 125er, wir haben endlich eine schwarz eloxierte Galbrücke. Natürlich original KTM von einem Bekannten aus dem Burgenland habe ich die gekauft. Ich packe euch hier mal seinen Insta-Namen hin, wirklich fettes Danke. Er hat die extra für mich ausgebaut aus seiner 200er EXC. Und wieder seine normale reingeben. Also wirklich großes Dankeschön an dich. Wie gesagt, das Lenkauflage ist wirklich fetzen hin. Also nochmal zum Demonstrieren. So. Ich glaube, man hat das gehört. Also ziemlich fetzen auf jeden Fall. Ja, wie macht man so einen Austausch bei einer Galbrücke? Es ist eigentlich ziemlich simpel. Ich werde jetzt gleich mal die Lichtmaske vorne abschrauben oder halt abnehmen und den Fender runtergeben. So, Lichtmaske jetzt schon mal herunten. Ganz easy, Stecker abgesteckt und diese Gummibänder und hier unten jetzt einfach den Fender abschrauben. Ich habe den da jetzt mit 4 Schrauben angeschraubt, also der Fender passt eigentlich nicht zu der Gabelbrücke, das ist ein 2016er Fender und halt eine 212er Gabelbrücke, deswegen ist das ein bisschen gepfuscht, weil der gehört ja eigentlich da oben angeschraubt, aber die Gabelbrücke hat da kein Gewinde und die neue jetzt natürlich auch nicht, aber es hält eigentlich, also ich habe hier einfach 4 Löcher in den Kotflügel gebohrt und quasi dann unten bei den 4 Schrauben den Fender angeschraubt. So, der Kotflügel ist jetzt herunten. Als nächstes schraube ich hier die Gabel schon ab. Ganz einfach die 3 Schrauben und dann diese Kabel da abschrauben. Weil wir machen in dem Video nicht nur die Gabelbrücke, sondern auch einen Gabelservice. Denn der linke Holmen ist undicht. Das heißt, wir werden da die Simmerringe und die Staubkappen tauschen. Ich habe jetzt die Gabel schon mal abgeschraubt und als nächstes geht es schon zur Gabelbrücke. Das heißt, hier die 10er Schrauben einfach nur lockern, dass die Gabelbrücke entspannt ist. Das ist auch hart. Ja. So. Also auf beiden Seiten am besten, weil sonst kriegt ihr die Gabel halt nicht raus aus der Gabelbrücke, logischerweise. Die Gabelbrücke ist jetzt gelockert und wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier den ersten Holmen schon draußen. Das geht auch ganz easy. Ihr müsst einfach den Holmen drehen in irgendeine Richtung und dann geht das ganz easy. Der ist jetzt schon herunten. Hier noch die zweite Seite. Der geht jetzt eh schon ziemlich smooth von alleine. Und jetzt braucht ihr, also holt ihr euch am besten einen zweiten, weil einer muss jetzt das Bike halt so raufkippen, dass man vorne dass dieses ganze Gestänge ausfädeln kann, weil sonst kriegt man das nicht raus und man müsste das Vorderrad ausbauen. Aber das wollen wir uns jetzt ersparen, weil ich auch die Motormasterbremse habe. Das heißt, wir müssen den Sattel und so runterschrauben und ja, ist ziemlich kompliziert. Deswegen machen wir das jetzt einfach so und ja, wir machen das jetzt kurz. Jo. So Freunde, wir haben jetzt die Gabel ausgebaut und werden das hier aus der Ganze jetzt einfach so stehen. Schaut ziemlich wild aus, wie das Gefährt. Und ja, ja, da jetzt hier das Tachokabel und der Bremsschlauch ist, müssen wir das jetzt hier halt einfach vorsichtig an der Seite vom Bike ansehen, so dass es halt nicht umfliegt. Und als nächstes müssen wir die ganzen Armaturen abschrauben, beziehungsweise nur den Lenker und die Lenkerklemmen und da vorne den Tacho. Und dann können wir schon die Gabelbrücke ausbauen. Also werden das jetzt mal machen und dann meldet man sich wieder. Die ganze Kabellage und der Lenker hängt jetzt da irgendwie auf der Seite. Am besten gar nicht viel herumtun, dass ihr das dann 1:1 so wieder auf die neue Gabelbrücke draufbauen könnt. Und natürlich merken, wie ihr die Lenkerklemmen montiert habt. Also die zeigen jetzt mit der langen Seite nach vorne, wenn du jetzt von der Seite drauf filmst. Die haben Richtungen und ja, die zeigen jetzt in meinem Fall nach vorne und sind auf der hinteren Stufe. Ich habe das so am liebsten, da müsst ihr halt euch merken, wie ihr das bei eurem Bike habt. Also ja, ist halt gewöhnungsbedürftig und ja, jetzt müssen wir nur mehr die Schraube aufmachen zuerst und dann die oben in der Mitte und dann sollte die Gabelbrücke auch schon rausgehen. Die Schraube ist schon heraus und jetzt hier noch die fette, die sollte dann auch ziemlich leicht rausgehen und wie wir sehen können, da ist der Oberteil von der Brücke und jetzt ziehen wir den unteren Teil einfach. Okay, ich glaube, wir müssen die Buchse noch weggeben, da ist ein Dichtring. Ich glaube, wir brauchen einen Hammer. Wir die natürlich nicht beschädigen, nehmen wir hier noch sicherheitshalber durch. Genau. Und draußen ist das gute Stück. Ja, die Lager sind Fetzen. Also die sind wirklich Fetzen.
man sehen kann. Und das obere müssen wir schauen, das können wir eh ganz easy rausnehmen. Auf jeden Fall muss man sich merken, wie das drin war. Hier ist jetzt in dem Fall noch ein Dichtring. Den dürfen wir dann nicht vergessen. Und ja, werden das jetzt ein bisschen reinigen. Und dann werde ich euch zeigen, wie man das Ganze ordnungsgemäß zusammenbaut. Ich habe jetzt den Lagersitz schön mit Bremsenreiniger gereinigt und hier rundherum auch, wo dann der Dichtring kommt. Und ja, jetzt werden wir die neuen Lager einfetten. Und hier unten kann es auch nochmal filmen. Also schön sauber gemacht einfach, dass das clean ist. Die Lager sind jetzt schön eingefettet, also wirklich übertreiben da mit dem Fett. Und da oben auch ein bisschen was drauf. Und ja, jetzt können wir die Gabelbrücke da unten schon mal drauf. Ja, ja. Finde ich clean, finde ich lernend. So, ich hoffe, das hält jetzt, genau. Jetzt Lager sitzt drinnen. Könnt ihr das Spiel jetzt, ja, direkt sehen. Null, da ist kein Spiel. Und ja, Deckel drauf, ganz wichtig. Und da, ganz wichtig, da ist ein Dichtring drinnen, dass halt kein Wasser zur Gabelbrücke reinrinnt, also zum Lager. Und ja, den auch ein bisschen einfetten. Und dann können wir hier die Gabelbrücke ganz... Okay, der Dichtring hat sich gerade verbehrt. Dann gehen wir den zuerst drauf. Ja. Dann können wir die Gabelbrücke draufsetzen und zusammenstecken. Und ja, jetzt können wir das jetzt die alte Mutter nehmen hier, die neue oder welche ist cleaner. Ja. Meine ist cleaner, glaube ich. Dann setzen wir die drauf und lassen die mal anbeißen, dass das Ganze nicht runterfällt, weil wenn wir jetzt dann noch die Gabelholmen später einbauen und das jetzt natürlich so ist, dann kriegen wir die nicht rein. Das heißt, wir müssen dann zuerst die Holmen einbauen und dann erst das Festschrauben natürlich. Also ja, Gabelbrücke ist eigentlich fertig. Spiel ist keins mehr da. Geil. Finde ich leiwand und ja, dann gehen wir über zum Gabelservice, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier den Gabelholmen ausgebaut. Das ist jetzt nur der linke, weil wir haben ein kleines Problem. Mein rechter ist dicht und ich habe erst vor einem Jahr das Service gemacht und eigentlich nicht so viele Betriebsstunden drauf gefahren. Und ja, deswegen machen wir jetzt nur eine Seite, weil ja, es lohnt sich jetzt eigentlich nicht wirklich einen guten Simmering zu tauschen. Und wenn der zweite dann rinnt, also wenn die andere Seite auch rinnt, dann mache ich halt die zweite. Aber wir machen jetzt hier nur mal die eine und ja, wir müssen hier anfangen mit dem Deckel da oben. Also bei meiner Gabel ist das so, da ist oben so eine Verschraubung. Da braucht man eigentlich so ein Spezialwerkzeug mit so vier Stiften, dass man dann drauf gibt und dann kann man drehen. Aber das habe ich jetzt nicht, deswegen nehme ich hier eine Rohrzange. Dann wird das halt vielleicht ein bisschen angekratzt, aber das ist nicht so schlimm, also das ist halb so schlimm. Wir haben es jetzt hier am Tisch leider nicht aufgebracht, weil wir auch keinen Schraubstock haben, um die Gabel einzuspannen. Aber wir haben es jetzt einfach hier in die Gabelbrücke reingesteckt, die Gabel, und einfach nur die unteren zwei Schrauben festgezogen. Und dann ging das auch ganz easy auf, einfach mit der Rohrzange. Und das können wir jetzt aufdrehen, beziehungsweise ich baue die Gabel vorher wieder noch aus. Man sieht auch hier schon, das schaut echt geil aus, oder? Ja, also, wirklich trippy. Ich war eigentlich schon auf dem ersten Ride damit. So, jetzt müssen wir das hier oben aufschrauben, weil sonst bärt. Sonst rinnt natürlich das ganze Öl raus. Genau, dann können wir das hier so runterziehen. Und hier sehen wir direkt das Innenleben von der Gabel. Schaut euch auf jeden Fall sehr interessant aus. Hier noch das originale Fahrwerk. Und ich stelle das mal hier kurz am Boden, denn als nächstes müssen wir diesen Kopf da oben abschrauben und dazu müssen wir hier, ich glaube das ist ein 24er Schlüssel, die Feder runterziehen, den 24er einspannen und dann hier oben das Ganze entfernen von diesem, ich weiß jetzt nicht wie das heißt. So, ich habe jetzt hier den 22er Schlüssel, war es jetzt in dem Fall, unter der Feder eingespannt. Ja, hier ganz easy wirklich die Feder schön runterziehen, den einspannen und dann hier oben, das ist jetzt bei mir ein 24er. Ich habe das jetzt schon aufgemacht, das sollte auch nicht so streng gehen. Und dann einfach den Deckel hier runterschrauben. Das geht auch ganz easy. Dann kann man das Innenleben von der Gabel rausnehmen. Und am besten, wenn ich das jetzt hier abgeschraubt habe, immer alle Teile, so wie es zerlegt, in der Reihenfolge auflegen. Das heißt, ich nehme jetzt hier ein, zwei Tücher und so wie ich
die Gabel zerlegt habe, lege ich mir das jetzt hier auf. Also als erstes war das da, das können wir eigentlich so gleich zusammenlassen. Das gehört da dazu. Und ja, jetzt geht's weiter. Den Schlüssel gehen wir raus. Jetzt haben wir auch hier schon die Feder. Auch natürlich die Seite merken, wo sie drin war. Also so. Da drin verbirgt sich auch noch so ein wichtiges Stangerl. Das ist auch ganz essentiell, das dürft ihr nicht vergessen. Als nächstes müssen wir das restliche Öl hier rein, und das sieht schon richtig ekelhaft aus. Das ist echt sehr ranzig. Ich weiß nicht, wieso da ein Fetzen drin schwimmt. Das ist ziemlich am Limit. Ihr könnt auch ein bisschen so hin und her. Dann. Genau. Und da vielleicht auch ein bisschen pumpen. Okay, das war jetzt daneben. Das ist so arg. Wie hört sich das an? Das ist eine Kanalisation. Ich meine, es ist halt gerade ein bisschen ein Fail passiert. Auf jeden Fall habe ich hier unten mit dem Schlagschrauber die Schraube rausgedreht. Das müsst ihr dann auch machen, um das Gestänge rauszubekommen. Und ja, ich habe einen Fehler gemacht, weil das ganze Öl ist halt jetzt auf der Werkbank. Boah, das ist fast die Kamera gestanden. Genau, dieses Gestänge hier, das Wilde, das kommt dann auch genauso rein, wie es da jetzt liegt. Okay, Öl kommt da jetzt keins mehr raus, das heißt, ich kann mich mal hier ans Putzen ranmachen, auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier mal sauber machen. Ich finde es total leibend. Morgen. So, Freunde, der Stefan ist jetzt leider aus unbekannten Gründen nicht mehr anwesend, aber ja, ich muss jetzt hier selber filmen. Auf jeden Fall, als nächstes müssen wir hier die Staubkappe aus dem Gabelholmen rausdrücken. Das machen wir ganz einfach mit einem Schraubenzieher. Ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet, wie man sehen kann. Ganz fokussiert. Einfach hier mit dem Schraubenzieher rein und dann so den Schraubenzieher verdrehen. Dann kommt die Staubkappe auch ganz easy raus. Und ja, die werden wir jetzt einfach hier runterschieben. Als nächstes kann man hier schon den Gabelsimmerring erkennen, aber um den rauszubekommen, muss man davor noch hier diesen kleinen Sicherungsring öffnen. Da muss man dann einfach mit einem Schraubenzieher reinfahren. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, aber irgendwo ist da der Anfang. Den drückt man dann einfach rauf und der kommt dann auch so wie die Staubkappe hier einfach raus. Ich habe jetzt hier, wie man sehen kann, den Sicherungsring schon ein Teil so rausgekitzelt und dann kann man hier einfach so im Kreis entlang fahren. Natürlich aufpassen, dass man das Gabeltauchrohr nicht beschädigt, und dann kommt er auch ganz easy raus. Den Sicherungsring, den schieben wir dann einfach auch hier ganz nach hinten zur Staubkappe, dass uns das nicht im Weg ist. Und als nächstes brauchen wir dann einen Heißluftföhn, den habe ich mir hier schon hergerichtet. Und dann müssen wir hier diese Stelle anwärmen. Das mache ich jetzt mal kurz, so circa auf 50 Grad, also nicht zu viel. Nicht, dass das hier schmilzt. Einfach so ein bisschen rundherum und schön immer den Holmen im Kreis drehen, dass es halt gleichmäßig warm wird. So, ich habe hier kurz mein Handy platziert, auf jeden Fall ist das hier schön warm. Und dann einfach nur hier zurückziehen und einmal ruckartig. Und schon ist das in zwei Teile. Und hier sieht man auch dann den Simmerring und die restlichen Sicherungsringe. Also hier haben wir jetzt das restliche Innenleben von der Gabel. Wir haben hier einmal den Simmerring. Dann hier nochmal einen Distanzring. Auf jeden Fall, wenn ihr das Gabel-Reparatur-Kit bestellt habt, dann kommen die auch mit. Aber ich habe die jetzt in dem Fall letztes Jahr schon getauscht, also wirklich von oben bis unten alles. Deswegen tausche ich bei dem Service jetzt nur die Simmerringe und die Staubkappen. Also wir fehlen jetzt hier von oben bis unten nur diese Teile und den Simmerring, den Sicherungsring und die Staubkappe ab, und dann fehlen wir die neuen Dinger einfach drauf. Ich habe jetzt hier alles schön aufgelegt, von oben bis unten, so wie ich es runtergefädelt habe, also quasi so ist es dann auf dem Holmen drauf. Und ja, als nächstes kann man dann hier überprüfen, ob das Taucher irgendwelche Beschädigungen hat, also irgendwelche ärgeren Kratzer, als wenn man jetzt hier ohne Handschuhe drüber fährt, ob man irgendwo hängen bleibt. Und ja, wenn das der Fall ist, kann man das mit einem Poliermittel oder vielleicht einem ganz, ganz feinen Schleifpapier rauspolieren, damit das wieder schön clean ausschaut. Ich habe jetzt hier meinen schon überprüft, das schaut eigentlich halbwegs okay aus, da ich es eh nur auf Supermoto gefahren bin und nicht viel abbekommen hat. Und hier kann man sehen, da ist ein bisschen Rost drinnen, da wo der Sicherungsring drin sitzt.
das vielleicht auch ein bisschen ausputzen. Also ich werde das gleich machen. Das alte Öl alles schön entfernen, das Ganze reinigen und dann können wir schon mit dem Zahnbauen anfangen. Ich habe jetzt hier alles schön gesäubert, wie man erkennen kann, den Rost ein bisschen rausgekratzt, dass der Sicherungsring auch schön drinnen sitzt und das Tacho habe ich auch schön geputzt und dass hier wirklich keine Kanten und Ecken drinnen sind und unten den Gabelfuß habe ich auch etwas gesäubert, weil man kommt ja sonst nicht so leibend dazu und wenn man schon dabei ist, kann man hier das alles schön clean machen und ja, jetzt muss ich gleich das neue Material herrichten auf jeden Fall. Ich werde jetzt eben den Ring oben lassen. Wenn ihr jetzt den auch neu habt, dann müsst ihr den einfach nur so draufstecken, dann geht der auch easy, der geht auch easy drüber. Also runter bekommt man den hier, einfach mit einem kleinen Schraubenzieher dazwischen fahren, dann verdrehen und dann geht der auf und dann kann man den ganz easy runterziehen. Dasselbe bei dem. Hier ist jetzt der neue Simmering und hier ist die neue Staubkappe. Natürlich schauen, ob die auch ident sind mit den alten, auch ob die den gleichen Durchmesser haben und auch von der Höhe. Das habe ich jetzt alles schon gecheckt und jetzt können wir das Ganze auf das Tacho draufgeben. Genau, ich habe jetzt hier auch dieses Spezialwerkzeug, also das ist einfach so eine Kappe, die gibt es glaube ich um 10 Euro bei jedem KTM-Store, dass man, wenn man den Simmering und die Staubkappe drauf gibt, dass man die Lippen nicht beschädigt, aber falls man das nicht hat, kann man das Ganze einfach mit Klebeband abbiegen, dann beschädigt man das auch nicht auf jeden Fall, weil hier oben das Tacho ziemlich scharfkantig ist, nur deswegen ist das halt so und ja, jetzt müssen wir auch noch die Simmerringe und die Staubkappe schön einfetten und auch diese Ringe einfach mit einem sauberen Fett schön fetten, weil dann kann auch nichts passieren und das Ganze hält dann auch länger. Ich habe jetzt hier alles nach der Reihe schön aufgefädelt und hier unten, wie man sehen kann, die Staubkappe, die nur innen mit Fett einschmieren, weil sonst hält sie ja außen im Endeffekt nicht da in dem Rohr. Da ist halt der Sicherungsring. Dann hier ganz wichtig, das Simmering ganz vorsichtig drauf geben, auch auf die Richtung achten, also da wo diese Feder ist, die muss immer nach unten zeigen und hier diesen Distanzring oder diese Distanzscheibe nach dem Simmering und hier dann diese Gleitbuchse und jetzt zum Schluss kommt dann noch der Ring. Ich habe den jetzt auch noch runtergegeben, weil man dann die anderen Sachen leichter drauf gibt und den gebe ich jetzt hier drauf schnell. Genau, so, der ist jetzt auch drauf, das heißt, es ist alles schön aufgefädelt und jetzt können wir gleich zum nächsten Schritt übergehen, denn jetzt müssen wir das Ganze hier wieder verbinden. Jetzt habe ich das Ganze hier schon ineinander geschoben mit dem Rohr und wie man sehen kann, der Simmering, der will jetzt auch schon rein, aber dafür brauchen wir jetzt hier ein ganz essentielles Spezialwerkzeug und zwar das hier. Das ist das Eintreibungswerkzeug für den Simmering und das setzen wir dann einfach mit dem voraus an und das ist quasi das Gewicht, mit dem klopft man dann den Simmering rein. Ich werde jetzt probieren, das irgendwie zu zeigen. Ich hoffe, es geht. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn das eingespannt ist. Und jetzt werde ich da dann einfach mit diesem Gewicht drauf fahren und die Gleitbuchse und diesem Stopperring reinklopfen und dann als nächstes dasselbe mit dem Simmering machen. Genau, das steht dann auch schön an. Das hat hier eh einen Stopper. Das heißt so, wenn das drinnen ist und das schön fest ist, dann passt das. So, der Simmering ist jetzt hier schon eingespannt. Aufpassen, dass ihr den noch nicht beschädigt und ja, den restlichen Teil natürlich noch oben halten und dann dasselbe Spiel wieder einfach reinklopfen. Der Simmering sollte jetzt auch drinnen sein. Wie man sehen kann, das Werkzeug ist schön überall reingegangen und dann steht das hier dann automatisch irgendwann an. Und ja, zum Schluss kommt jetzt der Sicherungsring. Wie man hier vielleicht jetzt erkennen kann, sitzt der Simmering jetzt genau so schön drinnen, dass eben oben der Sicherungsring wieder drauf kann. Den auch ganz einfach wieder drauf schieben und an einer Seite reingeben und dann so reindrehen. Ich habe jetzt hier alles schön zusammengeschoben, also die Staubkappe sitzt jetzt auch schon drinnen. Die habe ich einfach da mit den Fingern reingedrückt und ja, so sollte das Ganze dann ausschauen. Und jetzt kommen wir dann zu dem Teil, also zur Feder und zu diesem Standrohr. Ich habe jetzt hier dieses Standrohr schon reingeschoben und da müsst ihr dann einfach nur darauf achten, dass da unten dann wieder das Gewinde, wie man hier sehen kann, das hier, zu sehen ist. Und dann kann man auch schon diese Schraube hier anbeißen lassen. Auch schauen, dass hier die ein bisschen sauber macht, dass da kein Dreck in der Gabel reinkommt. Die Schraube hat jetzt bei mir auch schon angebissen. Und jetzt ziehen wir das Ganze einfach mit dem Schlagschrauber fest. Und wenn das Standrohr bei euch fertig ist, dann könnt ihr auch schon das Öl einfüllen. Ich habe ja schon hergerichtet. In meinem Fall sind es jetzt 620 Milliliter Öl, was da rein kann. Also, ja. Ich werde das jetzt mal einfüllen und dann können wir den Rest zusammenbauen. Öl ist drinnen, wie man hier sehen kann, das gluckert dann noch ein bisschen und jetzt müssen wir auch dieses Standrohr entlüften. Dazu müssen wir aber zuerst diesen Stab reingeben und dann einfach dieses Standrohr einmal auf- und abziehen, bis es nicht mehr blubbert
und dann sollte es auch entlüftet sein. Also einfach hier mit der Hand, man hört das auch dann gluckern, hoch und runter, bis es nicht mehr dieses Geräusch macht. Genau, jetzt ist es smooth, das heißt, das wäre auch erledigt. So, die Feder habe ich jetzt auch schon reingegeben und wie ihr sehen könnt, habe ich wie am Anfang, wie beim Zerlegen, wieder diesen Schlüssel, diesen 24er Schlüssel eingespannt und den Deckel oben drauf geschraubt. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach nur gegenschrauben, das heißt das Standrohr an den Deckel. Und wenn das fix ist, dann können wir schon diesen Teil am Deckel anschrauben. So, so schaut das ganze Ding jetzt aus. Ich habe das jetzt hier schon wieder zusammengeschraubt, aber das kann ich jetzt noch nicht ganz festschrauben. Das mache ich dann erst in der Gabelbrücke, weil wenn man das dann so ein bisschen überstehen lässt, dann kann man das auch schön fest anschrauben und wirklich darauf achten, dass das richtig fest ist. Und ja, das war's im Prinzip mit dem Gabelservice. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Wenn ja, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich mega freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin, Freunde. Haut rein. Schönen Tag noch. Peace.